Machst du ein Interview? Ja, ich zeig dir ein bisschen. Und ich hab dir gerade erzählt, wie ich dich früher fast geschlagen habe. Sag mir, wer bist du, im Gegensatz zu mir? Deine kleine Nuttenschlampe kommt doch jede Nacht zu mir. Während du Hegel masturbierst, du vorlauter Pisser. Kein Platz in der Szene, vorlauter Pisser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Hoods. Wir sind in Duisburg, bei dir, mein Lieber. Dankeschön. Herzlich willkommen. Für die Einladung. Gerne, immer wieder gerne. Du hast dir eine kleine Route ausgedacht, ein bisschen, wo wir lang gehen können. Ja. Und dieser Startpunkt, warum sind wir jetzt genau hier? Hier war eigentlich nicht mein erster Punkt in Deutschland. Der erste war in Frankfurt. Ja. Aber da hatten wir nur einen kurzen Aufenthalt, ja, wo wir 93 rüberkamen. Wie alt warst du eigentlich, da? Da war ich 4 Jahre alt. Okay. Das war 93, Balkankrieg und so weiter. Weiß ja jeder Bescheid, denke ich mal. Und hier stand das Asylantenheim. Hier haben wir gelebt. So, hier war so gesehen mein erster Krass. Startpunkt in Deutschland. Abgerissen, der ganze Bums schon? Abgerissen. Die wollten hier Einfamilienhäuser und sowas bauen, aber haben die doch nicht gemacht. Mit Blick auf die Autobahn? Ja, oder was? Ich denke mal, das war das Problem hier. Deswegen wird hier keiner leben wollen. Hast du Blick auf die Autobahn gehabt? Ich hatte einen guten Blick. Unsere Wohnung, wir waren ganz oben. Dritte oder vierte Stockwerk, ich weiß auch nicht mehr. Und wir waren genau an der Autobahn, Alter. Das konnte ich schon fast anfassen aus dem Fenster. Hast du Erinnerungen noch an die Zeit, an das Haus? Ja, hier auf jeden Fall. Weil wir waren lange hier. Wir waren ungefähr, lass mich nicht lügen, wir waren locker 10 Jahre hier. Ja, krass. Weißt du? Das heißt, das ist so ein bisschen dann auch die Straßen und die Ecken, wo du angefangen hast, hier in Duisburg voll, Ding zu machen. Voll. Also das war hier Afrikaner, Jugos, Kurden viele, Russen. Es war hier richtig alles gemischt. Wie hat es sich angefühlt damals? Kannst du dich so ein bisschen daran erinnern, wie die Stimmung war? Also für mich war das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich hatte eine gute Kindheit. Ja. Mir hat es auch an nichts gefehlt, weil mein Vater war schon ein Jahr länger hier in Deutschland. Ja. Und der hat ein bisschen weißer Jugo-mäßig schwarz gearbeitet. Und der hat die Dinge schon geklärt. Also ich hatte eine gute Kindheit an sich. Und ich denke mal, die Asylanten, die jetzt in Asylheim aufwachsen, die haben es ein bisschen schwieriger. Also die Verhältnisse sind jetzt schon ein bisschen anders. Aber das hier, aber das kommt auch, weil die haben auch keine Unterkünfte mehr, weißt du? Wir laufen jetzt hoch in Richtung Hamborn. Also wenn du da vorne ist das Tentorium, ist eine Großraumdisco. Ja, aber wir gehen in die Richtung und da hat so ein bisschen dein Leben stattgefunden. In die Richtung ging mein Leben, ja. Alles klar. Jeden Morgen zur Schule. Ich glaube, wir sind ja vor kurzem auch mal mit Marjo in der ganzen Runde hier unterwegs gewesen und der hat uns auch so ein bisschen seine Hut gezeigt. Das gleich mal, um das vorwegzubringen, ihr habt schon, oder wann habt ihr euch kennengelernt? Ja, gleich kommen wir zum Punkt, wo ich Marjo kennengelernt habe. Das war eine Schule, die Gottfried Wilhelm Leibniz Gesamtschule. 5. Klasse, da haben wir uns kennengelernt und aber wir haben uns echt blöd kennengelernt. Ah, dann gehen wir da mal, das kommt gleich noch? Das kommt gleich noch, ja. Ja, dann gehen wir da gleich hin. Dann gehen wir da gleich hin. Hier haben, also die ganze Zeit, wo wir hier im Asylantenheim waren, hat hier eine türkische Familie gewohnt. Die hatten auch Harluk und Ufuk, schöne Grüße an der Stelle. Der eine spielt jetzt in Türkei Fußball. Alles klar, dann hat er das auf jeden Fall richtig gemacht. Der hat es richtig gemacht und der war ein Stückchen älter als ich, der war 3-4 Jahre älter. Und ja, wie gesagt, so, der hat hier gelebt, jetzt spielt er in Türkei Fußball, erste Liga. Kannst du dich überhaupt noch an Leute erinnern, mit denen du im Asylantenheim groß geworden bist, was die so gemacht haben? Ja, viele wurden abgeschoben, weißt du? Ja. Ich kann mich an jeden erinnern, so. Viele Freunde von mir wurden abgeschoben, Familie. Wir wurden auch fast abgeschoben. Ja? Ja. Offiziell bin ich erst seit 2004 oder so in Deutschland. Auf den Papieren, ja. Krass. Weil die wollten uns damals abschieben und mein Vater hat das irgendwie, ich weiß auch nicht wie, frag mich nicht, hat das irgendwie so geklärt, dass wir rüber konnten nach Bosnien Urlaub machen, weißt du, und wieder rein. Aber offiziell wurden wir abgeschoben. Krass. Und ja, in den Papieren steht, dass ich erst seit 2004 in Deutschland bin. Bist du immer froh gewesen, hier zu sein? Ja, übertrieben. Ja? Also das, was ich hier habe, hätte ich niemals drüben gehabt. Ja? Auch Duisburg? Duisburg voll. Also Duisburg ist eigentlich meine Heimat. Ja? Ja, voll. Was macht die Stadt an sich allgemein für dich aus? Die Stadt ist Multikulti. Die Stadt, also hier hast du nicht diese Blicke, weißt du? So, Deutsch, Ausländer ist egal, weißt du? Das ist, ich weiß, ich war auch in vielen Städten unterwegs, jetzt, wo wir auf Tour sind, und da ist das echt anders. Da wirst du auch ab und zu ein bisschen komisch angeguckt. Hier muss ich dir was erzählen. An dem Fenster, wo ich kleiner war, ne? Das war mein Schulweg damals. Ja. An dem Fenster standen immer 2 Dobermänner, Alter. Ja. Und die haben immer rausgeguckt und gebellt, ne? Ja. Ey, boah, das ist immer die Straßenseite gewechselt.
immer Schiss gehabt, dass die rausspringen. Und ich habe allgemein Schiss vor Hunden. Auf jeden Fall ist mein Onkel mal mitgelaufen. Und hatte die, war so eine Frau, hatte die angemeckert, die soll die Hunde mal immer reinnehmen, weil ich Angst hatte, da durchzulaufen, weißt du? Aber wieso hast du Angst vor Hunden gehabt? Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt, also ich hasse keine Tiere oder so, aber ich weiß nicht. Ich war mal hier im Stadtpark, ne? Da haben wir öfter gespielt, da haben wir Scheiße gebaut. Digga, mal ganz zwischendurch, ernsthaft, wenn das der Stadtpark ist und der direkt an der Autobahn ist, dann ist das aber auch so Duisburg-mäßig auch schon, also normalerweise ist der Stadtpark irgendwo in der Mitte, grün, Ruhe, ja, ist die Oase, ja, hier, ja, zack, Autobahn. Wir haben einige hier, weißt du? Da hast du auch einen Bolzplatz und so, Basketball kannst du da spielen, alles mögliche, kannst du turnen und so. Und was ist dir da passiert? Ja, da war ich auch, das war, wie alt war ich da? Lass mich da 6, 7 Jahre gewesen sein. Ja. War ich da im Park, wir waren da am Spielen und da ist mir mal ein Hund hinterhergelaufen. Ich natürlich weggerannt, aber der war schneller. Und dann bin ich hingeflogen, auf einmal stand der auf meinem Rücken, Alter. Ich voll am Flammen und so. Aber nichts passiert? Nein, nichts passiert. Zum Glück nichts passiert. Es ist aber insgesamt so was, was ich mir denke, wenn man so dann doch ein bisschen in ein fremdes Land kommt, in eine fremde Stadt kommt, dann mit vielen Nationalitäten verbunden ist, die Geschichte habe ich schon oft gehört. Dann hängt das auch immer damit zusammen, dass auch schnell so die Kämpfe anfangen, dass man sich selber behaupten muss, dass man... Ja. So, hast du eine gewisse Härte in deiner Jugend durchmachen müssen? Ich sag mal so, ich bin nicht der Krasseste, aber ich bin auch nicht so einer, mit dem du alles machen kannst, weißt du? Ich bin immer gerade geblieben. Ich zeig jeder, der mir Respekt zeigt, den zeige ich den gleichen Respekt so. Und wie gesagt, das ist wichtig. Ich bin eigentlich sehr beliebt in der Stadt, weißt du? Ja. Weil ich trete immer korrekt auf. Ich habe Respekt vor jedem und über mich hat eigentlich hier keiner was Schlechtes zu sagen. So. Ja. Und das ist das Wichtigste. Immer gerade bleiben, so. Dann kommst du überall gut durch. Hier ist der Botanische Garten. Das sieht mir schon nach sehr viel Harmonie und... Ja, Harmonie ist gut. Hier habe ich, immer wenn ich mich mit Weibern getroffen habe, war ich hier drin. Ja, du und die Frauen, das ist ja eh so ein Thema, ne? Ich denke, ja, aber ist auch ruhiger geworden. Ja? Hast du in deinem Leben schon früher als Junge so Ziele gehabt, einen Fokus gehabt, was du mal machen willst? Oder war das mehr so ein Tag? Ich hatte nie so einen Berufswunsch oder sonst was, sowas hatte ich noch nie. Ich weiß auch nicht. Ne? Meine Eltern haben mich immer angemeckert, ja, was willst du denn machen und so, weißt du? In der Schule... Habe ich immer so aus Spaß geschrieben, also da hast du ja sowas, ja, weißt du, die musst du aufschreiben, was wollt ihr mal werden oder so ein Scheiß. Ich bin so ein desinteressierter Typ, ich will einfach ein gechilltes Leben, so weißt du, ich will gut leben. Natürlich will ich irgendwann heiraten. Aber du willst nichts dafür tun, dann ist Rapper. Das ist meine Faulheit, weißt du, das ist meine Faulheit. Und ja, dann habe ich halt immer so geguckt, was die anderen geschrieben haben, Bulle oder sonst was, Feuerwehrmann oder so, keine Ahnung, habe ich einfach auch. Feuerwehrmann geschrieben oder so, obwohl mich das gar nicht gejuckt hat. Das Einzige ist die Jacke, die davon übergeblieben ist. Ja, zum Beispiel. Dann kommen wir wahrscheinlich gleich zu der Schule, wo du dann uns ein bisschen die Majo-Geschichte genau erzählen kannst, ne? Da habe ich Majo das erste Mal getroffen. Dann gehen wir da jetzt gleich 5. mal hin. Klasse. Ich wollte schon immer meine Runden im Bands drehen. Eine Stunde im Fernsehen, paar hunderte Fans sehen. Ich kann diese ganzen Hunde nicht ernst nehmen. Sie machen einen so, Platz, da sind wir an der Schule. Wir sind an der Schule. Wie heißt die Schule? Die Schule heißt Gottfried Wilhelm Leibniz Gesamtschule, soweit ich das in Erinnerung habe. Oh, Leibniz. Weißt du, was er gemacht hat? Ja, der hat Kekse produziert. Das ist die Schule, an der du Majo warst mit Majo hier, ja. Hier begann die ganze Majo und Jasko-Geschichte. Das heißt, es ist der Punkt, wo ihr euch getroffen habt. Ja, hier haben wir uns getroffen. Jetzt sind wir ja unter uns. Ne? Was hast du gedacht, als du Majo das erste Mal gesehen hast? Wir haben uns echt blöd getroffen, also kennengelernt. Das war in der 5. Klasse, alle frisch da auf der Schule, weißt du, gerade aus der Grundschule raus. Und da habe ich irgendeinen Typen, das war da hinten im Käfig, da ist so ein Bolzplatz, ne? Habe ich so einen Typen in der Pause geschlagen. Ohne Scheiß, das ist richtig, das ist jetzt alles kein Spaß hier. Habe ich ihn in der Pause geschlagen, ich war so richtig auf den drauf und habe voll auf den eingeschlagen, weißt warum? Du? Ich weiß nicht, da war irgendwie... Irgendeinen Grund wird es gegeben haben. Ja, da war irgendein Grund. Früher war ich auch ein bisschen aufgedrehter als jetzt, bin ich ein bisschen gechillter, ruhiger, älter, weißt du? Ja, sehr gut. Und dann komme ich hoch, will ich in die Klasse rein. Und der Majo war in der Parallelklasse von mir, ne? Kommt er zu mir und sagt, ja, was denkst du, wer du bist? Denkst du, wenn du den geschlagen hast, kannst du mich ausschlagen? Ich so, hä? Direkt so. Ich so, ja, komm mal her, ne? Gleich der nächste. Ja. Und dann kam das fast so eine Schlägerei zwischen mir und Majo. Und, war das ein Freund von ihm oder was? Ich weiß gar nicht. Der wollte sich einfach beweisen im Moment. Guck mal, Majo ruft sogar an. Frag ihn mal. Jo, Bruder. Jo, Bruder, wo bist du? Du bist auf Lautsprecher. Ich bin gerade mit Nico bei Leibniz. Machst du Interview? Ja, ich zeig dir ein bisschen. Und ich hab dir gerade erzählt, wie ich dich früher fast geschlagen habe. Ja, schwitzen. Viel Spaß, ciao. Danke, ciao. Wie abgesprochen.
Nee, war aber nicht. Hier haben wir auch viel Fußball gespielt mit Maggio. Er hat ja im Gegensatz, von letztes Mal habe ich ja schon davon erzählt, Schule gemacht, auch Schule Wick, so vernünftig gegangen. Wie war es bei dir? Bei mir war es leider nicht so gut. Ich war auch auf dem Abi-Kurs, ehrlich gesagt, weißt du? Aber dann, so 9. Klasse, da hatte ich einen Knick bekommen. Ja? Ja, voll. Zu viel Weiber? Nee, ich war damals schüchtern. Ja? Ja, voll. Ich war ein sehr schüchterner Typ, so. Und ja, keine Ahnung, so 9. Klasse, guck mal, ich war hier bis zur 10. Klasse, dann bin ich runter, bin ich auf den Berufskolleg gekommen, da kommen wir auch später hin. Ja. Ich hatte bis zum, das vorletzte Halbjahr, ne, hatte ich gar keinen Abschluss. Ich war im richtigen Loch so. Ich hatte gar keinen Abschluss. Mein Vater stand schon mit dem Gürtel zu Hause bereit. Und in einem Halbjahr habe ich das dann noch gebacken gekriegt. Ich habe keinen Kuh gekriegt, Qualifikation für Abi. Ich habe Fachabitur gemacht, also mit dem FOR dann. Im Metallbereich auf dem Berufskolleg hier zwischen Hamburg und Marxloh ist das. Aber ich bin zufrieden. Hat es dann aber irgendwie in der Zeit damals, das sind ja so die schwierigen Jahre, in denen jeder so auf die dunkle oder auf die schiefe Bahn gerät und so. Hat das bei dir so Auswirkungen gehabt? Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, wenn mein Vater nicht wäre, wäre ich jetzt auch nicht hier und hätte kein Interview gemacht. Weil ich hatte immer eine riesen Angst vor meinem Vater. Deswegen, egal was ich gemacht habe, bei jeder Scheiße, hatte ich immer im Hinterkopf meinen Vater, wenn ich nach Hause komme, wenn die Bullen mich nach Hause gebracht hätten oder sonst was, weißt du? Deswegen, das war so der einzige Grund, der mich immer gehemmt hat, irgendwie große Scheiße zu bauen. Natürlich hat man hier und da was gemacht, aber... Bist du offen von der Polizei nach Hause gebracht worden? Nee, zum Glück noch nie. Ne? Wäre das vorgekommen, die haben schon mal geklingelt und so, aber ich wurde noch nie nach Hause gebracht. Also wenn, du kennst meinen Vater nicht. Wenn sowas mal vorgekommen wäre, wäre nicht so lustig gewesen. Aber es hat wahrscheinlich, also hast du irgendwo Sachen in der Akte stehen, hast du Vorstrafen? Ja, aber lass mal. Ist ja am Ende vielleicht etwas, was auf der einen Seite ganz gut für eine Rap-Karriere macht, aber auf der anderen Seite dann auch in die Vergangenheit gehört. Ich finde das nicht gut, sag ich dir ganz ehrlich so. Mein Ziel ist es so, ich will meinen Eltern stolz machen, weißt du? Ja. Und das ist genau das Gegenteil davon. Ja, definitiv. Und ich meine, das ist ja am Ende, Rap verkörpert ja ab und zu auch mal, wie cool es ist, hart, gewalttätig, groß und so zu sein. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch das falsche Signal an die Kids. Deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig, dass du das ein oder andere mal anzusprechen. Ja, ich weiß, was du meinst. Was Signale angeht, so jeder muss für sich selber wissen, was richtig ist, weißt du? Ja. Jeder hat Eltern, die Eltern achten darauf. Und wie gesagt, bei mir, meine Eltern waren sehr, 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 sehr streng. Die haben auf Schule bei mir geachtet und so bis zur 9. Klasse, wo ich dann komplett abgedreht bin, weißt du? Aber die waren immer sehr streng und wenn die nicht so gewesen wären, wäre ich, glaube ich, hätte ich keinen Rap gemacht, wäre ich irgendwo ganz anders gelandet, auf eine ganz schiefe Bahn. Wir gehen jetzt hier nach rechts, da ist meine Grundschule gewesen. Ah, ist ja klar. Das war die Abteigrundschule. Okay. Und zur Innenstadt. Grundschule hast du aber gemacht. Ja, sicher. Genau. Die Wege sind kurz hier, merke ich. Mhm. Das ist also die Grundschule. Ich hatte auf jeden Fall keine langen Schulwege. Alles gut. Aber das sind so Zeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, da hast du dich noch einigermaßen gut benommen? Ja, wie gesagt, ich war früher, was Mädels angeht, war ich sehr schüchtern. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich aufgedreht. Ne? Ja. Und ich war hier von der 1. bis zur 4. Klasse. Und dann sollte mein Bruder eingeschult werden. Der ist 3,5 Jahre jünger als ich, weißt du? Okay. Sollte er eingeschult werden. Meine Eltern kamen hier hin mit dem. Der ist noch ein bisschen aufgedrehter als ich. Der ist so ein ganz wilder. Und was macht der heute? Der hat eine Ausbildung gemacht bei der Brauerei hier in Duisburg. Also doch noch am Ende den Weg gegangen? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, wie gesagt, kommt alles auf die Eltern zurück. Ja, okay, alles klar. Schönen Gruß an eure Eltern. Und ja, wie gesagt, der sollte eingeschult werden, der sollte in die Grundschule kommen. Haben die den Nachnamen gesehen, haben die gesagt, nee, lass mal. Was hast du gemacht, Alter? Ja, die haben exakt zu meinen Eltern gesagt, wir haben schon einen Nuradinovic, das reicht uns. Und musst du dir vorstellen, ich bin zu Hause, kommt mein Vater nach Hause, so ein Hals, du kleiner Assi, wegen dir konnte man deinen Bruder nicht einschulen. Dann musst du dir in eine ganz andere Schule gehen, die ist aber auch hier in Hamburg, das ist die Humboldt-Schule. Aber die ist ein bisschen weiter. Ja. Der Arme, der hat auf jeden Fall einen weiteren Weg dann gehabt. Schule ist wichtig, Kinder. Ja, sowieso. Weiter in die Innenstadt. Hier vorne seht ihr die 59, die Autobahn. Hier ist immer Stau. Ja. Jetzt gerade nicht, alles noch auf Arbeit und so, weißt du? Ja. Aber muss mal sehen, wenn das so losgeht, 14, 15 Uhr. Und wir direkt an der Innenstadt. Wir kommen jetzt in das Zentrum von... Von Hamburg. Von Hamburg. Also nicht das Zentrum von Duisburg, aber von unserem Stadtteil so.
Betrugo. Ich bin ein Betrugo. Digga, was ist hier los? Ja, das ist ganz schön heruntergekommen. Das war so ein alter Laden. Ja, aber generell, mal ganz ehrlich, wenn man sich hier so ein bisschen umguckt, ist viel zu, ne? Richtig, recht trostlos hier eigentlich. War das früher in deiner Jugend auch so? Nee, hier war viel mehr los, ehrlich gesagt. Das war ein Ort, Alter, da war ich oft. Spielhalle? Spielhalle, da war ich echt sehr, sehr oft. Es gab Gerüchte, dass du so ein gewisses Spielproblem gehabt hast? Ja, habe ich gehabt. Aber zum Glück kam das hinter uns und... Ja, wie viel Geld hast du da gelassen? Ey, lass mich gar nicht überlegen. Kann ich nicht mehr schlafen. Ne? Ne. Auch mal gewonnen oder immer nur verloren? Doch, auch mal gewonnen, aber das ist nämlich das auf Schlimme, lange ne? Sicht bist du nicht der Gewinner beim Zocken. Und es gibt echt so einige Sachen, die ich im Leben bereue und das ist, glaube ich, der größte Punkt, den ich in meinem Leben bereue, dass ich überhaupt mal angefangen habe zu zocken. Wegen dem Geld? Klar. Oder sind dann auch andere Sachen bei kaputt gegangen? Nee, Geld an sich. Weil du weißt ja selber, es gibt ja auch genug Geschichten von Leuten, wo dann irgendwie Familie darunter leidet, nee, Freunde. Bei mir wusste, wenn mein Vater das wüsste, ne? Ja. Da wäre auf jeden Fall was kaputt gegangen. Und zwar Vater, du darfst das hier nicht gucken heute. Ja, jetzt ist das ja auch. Ja. Ich zock ja schon ewig nicht mehr, weißt du? Ja. Und nee, ich rate echt jedem nicht damit anzufangen. Hier hast du wahrscheinlich dann auch viel Zeit verbracht, oder? Ja, voll. Wir haben hier auch oft Fußball gespielt, weißt du? Ja. Das war hier so der Treffpunkt. Wir haben hier abgehangen und alles Mögliche eigentlich. Hier haben die ganzen Jugendlichen aus Hamborn haben sich hier versammelt und gechillt. Was ist hier los gewesen für dich Unternehmen? Hast du hier irgendwie, keine Ahnung, Probleme gehabt mit den Leuten? Sich Freundschaften aufgebaut? Hast du, keine Ahnung, vielleicht, was wir eben schon einmal hatten, du hast ja gesagt, du hast nie richtig polizeiliche Probleme gehabt, weil du ein bisschen Angst vor deinem Vater gehabt hast oder so? Bisschen ist gut. Aber ist das nicht der Ort, wo genau das entsteht? Wo du bestimmt aus deinem Freundeskreis hier die Hälfte der Jungs sind wahrscheinlich den falschen Weg gegangen, oder? Das ist der Ort, wo das entsteht, das ist richtig. Und habe ich ja auch gerade gesagt, natürlich hat man hier und da ein bisschen was gemacht, aber zum Glück nie so groß oder nie so krass, dass ich mit Bullen nach Hause komme oder sonst was, weißt du? Was ist das Schlimmste, was du in deinem Leben gemacht hast? Nee, das sag ich jetzt nicht vor Kamera. Und was ist das Schlimmste, was du in deinem Leben gemacht hast, was du vor Kamera sagen kannst? Ist alles ekelhaft, ne? Leute denken, dann haben dann ein schlechtes Bild von mir. Ja, ist ja Vergangenheit. Nee, komm. Scheiß drauf. Bist du stolz auf Duisburg? Auf jeden Fall. Wie gesagt, aber Duisburg ist meine Heimat. Aber wenn wir durch so einen Stadtteil gehen, immer ganz ernsthaft, ich komme aus Hamburg und nenne mich überheblich oder Hamburger Arroganz oder was auch immer. Ja. Aber das ist hier schon echt Absturz. Boah, ich frage mich gerade, wie du das gleich empfinden wirst, wenn ich dich nach Marxloh bringe. Ohne Scheiß, weil wenn du jetzt schon sagst, das ist Absturz. Das ist echt noch, das ist noch sauber hier. Ohne Scheiß. Ich bin mal gespannt auf das, was noch kommt. Und liebe Duisburger, nehmt das mir nicht übel. Das ist alles cool. Ich bin ja hier in guter Begleitung und ich lasse mir viel darüber erzählen. Aber ich denke mir schon, dass das so, also du weißt ja selber, Duisburg ist ja nun mal die Stadt, die auch durch die Medien geht. Marxloh ist es ja, glaube ich, auch mit No-Go-Area, wo Polizei keinen Zutritt hat und sowas alles. Das gilt für Hamborn dann ja noch nicht, wie du sagst. So. Nee, Hamborn ist echt noch... Im Gegensatz zu Marxloh auf jeden Fall sauber, sag ich mal. Aber was denkst du so, wenn Leute so ein Bild von Duisburg haben? Das ist ja auch nicht gerade verkehrt, also ist nicht falsch, das Bild, sag ich dir offen und ehrlich. Nur es ist, haben sie ein bisschen Angst davor, ne? Angst. Ja, Respekt nennen wir es, ne? Respekt, nennen wir es mal Respekt. Angst, weißt du? Ja, ist so ein großes Wort. Okay. Für dich ist das gerade so ein ganz anderer Film, wie du sagst, ne? Ja, Digga, das ist so. Und das ist genau der Punkt. Für mich, weil ich hier aufgewachsen bin und für alle anderen Duisburger, die hier aufgewachsen sind, ist das normal. Und für Leute, die von außerhalb kommen, hier rein, das ist so eine ganz andere Welt so. Ich bin mal gespannt drauf. Es gibt sicherlich noch einige Geschichten, die du mir erzählen kannst, aber dann machen wir erstmal unseren Spaziergang weiter durch dieses dann doch sehr beschauliche Hamburg. Aber sieht doch eigentlich schön aus, oder? Ja, ich muss aufpassen, ich darf nichts Falsches mehr sagen, sonst kriege ich hier gleich an den Hals irgendwie. Wir haben echt früher, wo wir noch klein waren, wir haben den halben Laden aus leergeräumt hier. Jedes Mal, wir haben immer kurz rein, Spielzeug geklaut, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Immer so. Ohne Scheiß. Und? Irgendwann erwischt worden? Nee. Mein Bruder wurde einmal erwischt. Aber das war nicht hier, das war irgendwo anders. Da war ich mit dem zusammen. Aber da kommen wir auch gleich hin. Auch an diesem Marktplatz erinnere ich mich. Hier haben wir doch hier unsere Treffpunkt, unsere Reise mit Marjo damals angefangen. Also auch ein Ort für dich. Ist unser Ort. Hier war der Treffpunkt so. Hier haben wir immer. Unser Treffpunkt war grüne Dönerbude, das war die hier. Alles klar. Ja. Guter Döner? Sehr guter Döner.
Ich würde sagen, der Beste in Hamburg. Das war, glaube ich, der Döner, wo Marjo mit uns hin wollte zuerst. Ja? Und dann sind wir woanders gelandet. Wie gesagt, hier ist so Altmarkt. Da vorne ist ein Tattoo-Shop von einem Freund von mir. Bist du tätowiert? Nee, ich bin nicht tätowiert. Willst du? Boah. Banger-Musik-Logo auf der Brust oder so? Nee. Ich bin voll am Schwanken. Finde ich geil, aber... Bleibt halt für immer, ne? Ja, das ist das. Und... Ja, hier ist der Altmarkt so. Hier dreht sich alles. Das Krasseste hier, Nico, hier hatten wir unseren ersten Auftritt. Hier auf dem Marktplatz? Auf dem Marktplatz. War ein Stadtfest. Stadtfest? Ging deine Rap-Karriere los? Auf dem Stadtfest in Hamburg? Ja, die ging vorher schon los. Ja, aber die große Wahrnehmung von der Öffentlichkeit. Ach, hör auf, Alter. Vor ein paar Besoffenen zu rappen oder was? Wie war's? Ach, nein. Warst du aufgeregt? Klar, voll. Erste Mal auf der Bühne mit Maggio. Und haben die Leute das angenommen? Haben die kapiert? Da hört doch keiner zu, sind alle besoffen. Die scheißen da drauf. Aber gab es wenigstens Applaus am Ende? Ja, gezwungenermaßen. Ganz ehrlich, aber du hast schon vollkommen recht. So Publikum auf dem Stadtfest ist so das Undankbarste, was man in seinem Leben bespielen kann. Voll. Das war zu dieser Zeit, was der Macho dir auch erzählt hat, wo wir da angefangen haben in diesem Bunker, ne? Ach ja, stimmt, genau. Aber da kommen wir auch gleich hin. Das war die Zeit so. Und die haben uns dann immer Auftritte klar gemacht. Ey, du musst dir vorstellen, Alter, da gab es noch einige Bühnen in Duisburg, wo wir aufgetreten sind, ne? Nicht mal für Geld, für Essen, aber, Digga, nur für das Essen. Gehört doch dazu. Für eine Pizza, Alter. Für euch da draußen, nur so kriegt man eine Rap-Karriere hin. Nicht gleich über Gage nachdenken, sondern erstmal auftreten. Voll. Du musst lernen. Aber musst du das vorstellen? Erst lernen. Ne? Für eine Pizza. Wir sind für eine Pizza aufgetreten. Weißt du, was ich meine? Das ist eine hart erarbeitete Pizza. Aber das klingt erbärmlich, aber nein, das war so. Wir haben so angefangen. Ich finde, das muss sein. Ich bleib dabei. Ich finde, das ist wichtig. Ja, voll. Wir gehen jetzt hier kurz Hallo sagen zu Volkanabi. Volkanabi ist auch ein anderer Begriff für die Vulkanstraße in Duisburg. Ja. Hast du vielleicht mitgekriegt durch Summer und Farid. Aber ne, Volkanabi ist ein älterer Bruder von mir, der hat hier ein Wettbüro und da verbringe ich auch immer noch sehr viel Zeit. Achso, da gehst du dann da noch ein bisschen der alten Leidenschaft nach? Ja, eigentlich auch nicht mehr so krass, aber... 100 Euro auf Partisan. Nein. Ach, Partisan, Alter. Leider nicht mehr so gut wie früher. Nee. Wir gehen jetzt kurz zu Volkanabi, sagen Hallo. Und weil das ist auch ein Ort, wo ich echt oft bin und oft war. Und machen wir. Wo ich auch viel Geld gelassen habe. Wo ist Volkanabi? Oh. Alex, Mann. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut bei dir? Super, danke schön. Grüß dich. Hallo. Das ist Nico von Backspin, Volkanabi. Wir machen einen kleinen Rundgang mit ihm und er zeigt uns ein bisschen sein Duisburg heute. Kann er machen. Was kannst du über ihn sagen? Ein guter Junge. Ja, das soll man sagen. In den Stadtteil hier. Alles Gute, mein Lieber. Vielen Dank. Pass auf dich, Schatz. Jetzt schwenk mal einmal auf Galeb-Abi rüber. Mach das nicht, ich will's vorbei. Das ist der Krasseste in Hamburg hier. Warum? Ach, das sind alte Geschichten. Erzähl mal Geschichten. Nein, lass uns lieber abhauen, der ist zu krass, Alter. Ich hab angerufen und gesagt, Bruder, bitte, nur Gutes für mich. Heute ja. Sehr gut, Ciao, bis später. Hier gehe ich immer sonnen. Übrigens. Nebenbei. Aber eigentlich muss es dann ja auch irgendwann, wenn wir hier bei dem Jungen oder in deiner Jugend und so in den Jahren gewesen sind, dann irgendwann geht Rappen los und so. Ja. Muss es ja wahrscheinlich aber auch irgendwann so einen Wechselpunkt gegeben haben, in dem du dann doch angefangen hast, eine Karriere als Rapper mehr oder minder zu verfolgen. Jetzt kommen wir an eine Stelle, wo das Ganze so eine kleine Wende genommen hat. Ja? Weißt du? Das ist hier, der Park hier wird Oma Park genannt. Hier war eine große... Weil die Omas einmal abhängen. Nein. Ich weiß gar nicht warum. Das kam von den Älteren von uns, von ganz früher. Aber die Jungs haben den jetzt im Griff, den Park hier. Die haben den Park übernommen, Alter. Ja. Nein, hier war eine große Drogenanlaufstelle. Okay. Also wer was haben wollte, ist immer hier hingekommen. Und du warst auch immer hier? Und ich war hier auch anzutreffen. Aber auf der anderen Seite. Okay. Also die sind zu mir gekommen, sagen wir mal so. Ja. Aber das ist auch jetzt schon ein paar Jährchen her. Und was ist der Grund, warum du dann für dich irgendwann überlegt hast, okay, ich versuch's mit Rap? Der Grund ist Musik. Ja? Sag ich dir ganz ehrlich. Irgendwann hat das Ganze angefangen mit Farid. Unterwegs gewesen, dann kannst du nicht mehr machen, weißt du? Ja. Abgesehen davon, dass du auch kopfmäßig keinen Bock mehr drauf hast, weißt du, ging das auch nicht mehr. Ja. Und hab ich irgendwann sein lassen, hab ich den Jüngeren jetzt überlassen. Dann lass uns ein bisschen über Musik reden, denn das ist vielleicht der nächste Punkt, auf den wir jetzt kommen können. Denn am Ende geht's ja dann doch jetzt um Musik. Alles klar, dann fahren wir am besten zum Bunker rüber, wo das Ganze
bisschen professioneller angefangen jetzt. Kosten Unikat, Geld gekostet Unikat. Von der Straße für die Straße, aus der Kost in die Charts. Eure schwule Rap-Szene macht wieder Platz. Wenn es noch einmal klatscht, heißt es Abschiebehaft. Und dein Gangster. Es gibt ja diesen einen Ort, von dem Marjo erzählt hat. Ich denke mal, das ist das, wo wir jetzt hinfahren, ne? Dieser eine Ort, an dem so die Musikkarriere von ihm begann. Genau, hat. Der Musikbunker. Und der ist in Burghausen. Welche Erinnerungen hast du daran? Eigentlich diese Zeit? Da habe ich viel gelernt, was Musik angeht. Ja? Ja. Auch super Menschen getroffen. War eine schöne Zeit. Waren das Rap-Experten? Nee, ne? Mit denen ihr da gemacht habt? Rap-Experten inwiefern? Ja, haben die Rap verstanden, so wie ihr ihn machen wolltet? Nein. Die haben ihn auf jeden Fall nicht so gemacht, wie wir ihn machen wollten. Und die waren immer so. Wir waren halt immer die kleinen Asozialen, weißt du? Wir waren damals auch sehr jung und das waren schon ältere Männer. Das waren Cezanne, Staffy und Nico. Ja. Die waren zusammen eine Gruppe, die hießen Poedra. Ah, okay. Ja, und die hatten ein richtiges Label. Chili Chili war Productions hieß das. Und wir kamen dadurch in den Workshop rein. Die fanden uns schon gut und die haben uns dann verfeinert, alles ausgebaut, alles. Also an uns gearbeitet, musikmäßig, und wie gesagt, da haben wir sehr, sehr viel gelernt, was Aufnahmen angeht, auch live. Hast du heute noch Kontakt? Ja, immer noch. Aber die machen keine Musik mehr. Nee? Verheiratet, Kinder, weißt du? Was glaubst du, wie war der Jasko damals? So, oder wenn du den heute von heute betrachtest, wie war der drauf als Rapper? Damals, die hat mich gut im Griff, muss ich ehrlich sagen. Also du hast ja auf jeden Fall schon das Bild von einem ganz schön wilden, verrückten Hund gezeichnet. ja, wie gesagt, heute bin ich viel ruhiger. Damals war das Ganze anders. Nur die, das waren so Leute, zu denen habe ich aufgeschaut. Sag ich dir ehrlich, das waren so ältere Brüder für mich. Ich hatte eine Menge Respekt vor denen. Auch menschlich habe ich viel dazu gelernt. Ja. Und deswegen haben die mich auch gut im Griff gehabt. Also diese Ich fick deine Mutter Texte und so habe ich damals nicht gerappt. Ne? Ja, yeah, wegen denen. Aber irgendwann haben wir. Hast du dich so dadurch so eingeengt gefühlt oder war das okay? Schon. Ja? Also man. Wir konnten nicht das machen, worauf wir eigentlich Bock hatten. Sagen wir mal so. Ja. Auch wenn wir hatten trotzdem Spaß und haben viel gelernt, aber wir konnten im Endeffekt nicht das machen, was wir gezielt vorhatten. Das kam erst später. Das ist auch ein richtig ekelhafter Stadtteil. Mhm. Hier wurde viel abgerissen jetzt. Dieses Projekt heißt Grüngürtel oder so, ich weiß auch nicht. Du siehst so viel Park, viel Wiese, weil hier Thyssen ist, weißt du? Hast du schon. Ah, alles klar. Und wegen den ganzen Abgasen. Ich erinnere mich dunkel daran, und so. Wo wir hier sind. Jetzt sind wir in Burghausen. Jetzt kommen wir zum Bunker. Boah, da gibt es auch eine kleine Geschichte. Damals hatte ich noch gar keinen Führerschein. Und hab jedes Mal. Ach, hier ist er, ne? Ja, hier ist er. Genau, alles klar. Ah, fährst du rum? So, hier ist er. Und hier haben wir auch, wie gesagt, viel musikalisch gelernt. Wo sind wir hier so inhaltlich bei dir? Wie alt warst du da? Welcher Karriereschritt oder quasi so auf deinem Rap-Weg war das? Das ging so 16 bis 18, 19, ja. So um den Dreh. Ja, kommt hin. Und wie gesagt, hier haben wir viel musikalisch gelernt, menschlich auch. Und hier machen hier viele soziale Projekte. Ja. Weil das ist auch ein Problemstadtteil. Viele Migrantenkinder und ja. Auch hier fehlen die. Viele Kinder können ja nicht mal vernünftig Deutsch reden. Ja. Hier, da ist auch ein Marktplatz und in Duisburg war das üblich. An jedem Marktplatz hast du immer so Stadtfeste gehabt und hier sind wir auch aufgetreten. Wir waren damals so richtige Marktplatz-Rapper. Ja, hier ist Burghausen. Hier wohnt auch Adem, ein Freund von mir, der auch früher mit uns hier gerappt hat im Bunker. Ja. Der studiert mittlerweile. Der macht auch noch ein bisschen Musik, aber mehr für sich so. Das ist dann ja aber eigentlich so vom Karriere oder von deinem Lebensweg so ein Punkt, an dem man wahrscheinlich schon so ein Wendepunkt oder auch wieder so ein Punkt ist, wo fange ich jetzt an zu rappen, funktioniert das? Das ist dann ja offenbar irgendwann geendet, da ging es dann nicht weiter, macht das alles Sinn so? Genau, das war zu der Zeit. Wir haben ja auch aufgehört eine Zeit lang, ja. nach der Bunkergeschichte, haben wir ein Jahr gar nichts mehr gemacht. Was war dann für dich persönlich die Initialzündung? Majo. Ja? Ja. Auch vor der Fahrradzeit. Majo war immer derjenige, der mich immer gezogen hat, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Weil ich, wenn ich irgendwo keinen Sinn sehe oder keinen Erfolg sehe. Bist du ungeduldig immer? Ja, übertrieben, voll. Und Majo ist immer der hat uns immer
angespornt, komm Mann, komm. Und nach, wie gesagt, nach dieser ganzen Bunkergeschichte haben wir ein Jahr nichts mehr gemacht. Wir haben gearbeitet, Alter, in so einer Fließbandfirma, weißt du? Okay. Haben wir Fließbandarbeit gemacht, Pakete vom Band geholt und so weiter, Paletten getan. Und da war ich auch mit Majo zusammen und der wollte immer, komm, wir versuchen das jetzt richtig und so. Und dann mussten wir uns alles erstmal selber kaufen. Wir haben dort dann angefangen zu arbeiten, damit wir Mikro kaufen. Die ganze, damit wir einen PC kaufen, da haben wir alles schön bei Majo aufgebaut mit Kabine und so, haben wir bei denen im Kinderzimmer aufgenommen, Alter. Und dann ging das los, weißt du, hat Majo ein, zwei Lieder aufgenommen, ich habe ein, zwei Lieder aufgenommen. Irgendwann hatten wir so Glück, das hat, kam dann ins Rollen. Und irgendwann hat sich AgroTV bei uns gemeldet. Und dann kam das HDF-Video, das legendäre HDF-Video, Alter. Die ersten Duisburger, die überhaupt so krass am Start waren. Ja, krass. Zu der Zeit war HDF noch angesagt, weißt du? Heute wenn HDF da anruft, dann ist auf jeden Fall dann ist amtlich. Da ging das alles los. Krass, hier ist ThyssenKrupp-Werk, ne? Ja. Halb Duisburg arbeitet hier. Immer noch, ne? Immer noch. Früher hat ganz Duisburg da gearbeitet. Aber die sind am Abbauen. Ja. Viele wurden jetzt entlassen in letzter Zeit und viele Freunde von mir, auch kleine, jüngere Jungs, die die Ausbildung gemacht haben, wurden nicht übernommen und so ein Scheiß. Aber Riesenfirma. Ich würde schon sagen, dass Duisburg auch so eine Stadt ist, die so ein kleines bisschen vergessen wird, ne? Und ein bisschen stirbt. Habe ich auch das Gefühl. Ich meine, so Stadtteile wie Marxloh, wo wir jetzt hinfahren, sind dann ja auch so die Bilder dafür. Also verstehst du das, was ist sozusagen? Irgendwas muss ja nicht in Ordnung sein. Ja, aber ich weiß auch nicht, also ob es an den Leuten liegt oder ob es an der Stadt an sich liegt, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. So. Ich komme klar. Viele Freunde von mir leben in Marxloh. Ich habe eigentlich in Marxloh, so ab 16, 17 habe ich mehr Zeit in Marxloh verbracht als in Hamburg. Guck mal, Mo ruft mich zum zweiten Mal an. Ich gehe mal ran. Ja, geh mal. Yo, Mo, bist du auf Lautsprecher? Yo, Bruder. Hallo. Yo. Ja, wo bist du? Ich bin mit Nico unterwegs. Ja, Bruder, wo geht das mit dir? Okay. Der Mo, Alter, immer hektisch, ne? Dicker. Aber ohne Mo wäre das alles nicht so, wie es ist. Ja. Das sag ich jedes Mal, Alter. Ohne Mo und Ralle. Farid macht sowieso super Arbeit, auch als Labelchef mäßig, aber ohne die beiden wäre das echt alles schwieriger. So, jetzt sind wir hier auf der B8. Das ist die bekannteste Bundesstraße in Deutschland. Warum? Autorennen. Wochenende ist hier mehr los als in Diskotheken, Alter. Ich schwör's dir. Ich weiß nur ganz genau, wo ich meinen Lappen neu gemacht habe. Mit 18 irgendwie. Boah, war ich die erste Woche oder den ganzen ersten Monat war ich nur auf der B8 am Kreisen, Alter. Nur am Kreisen. Weiber klar gemacht aus dem Auto heraus. Hier waren auch viele Weiber unterwegs, weißt du? Hier konntest du mehr abschleppen. Du konntest hier im wahrsten Sinne des Wortes abschleppen, Alter. Jetzt geht's los. No-Go Area, Alter. No-Go Area, ich seh schon. Hier, Dönermann von Ahmed Abi. Sehr, sehr leckerer Döner. Schwenk mal rüber. Kurzer Werbeblock. Hier esse ich sehr gerne. Guck mal, Marxloh ist ja bekannt für die ganze Brautmode. Ja. Ne? Wenn du dich jetzt rumguckst, links, rechts, hast du überall Geschäfte, also Brautmodengeschäfte. Krass, Alter, das ist ich jetzt erst. Hier kommen Leute aus aller Welt. Viel, viel aus Holland zum Beispiel. Sehr, sehr viel. Und von viel weiter weg auch. In den ganzen Brautkleidern. Ja, guck mal. Hier hast du. Warum ist das hier so? Ich glaube, die setzen einen neuen Trend hier, Alter. So, jetzt kommt die berühmte Marxloh-Kreuzung. Hier siehst du echt am Wochenende oder abends, auch unter der Woche, hast du hier manchmal 50 Jugendliche stehen, Alter. Die einfach nur hier abhängen und chillen. Im Sommer besonders. Ja, Marxloh, Alter. Marxloh ist cool. Ich mag Marxloh. Was macht Marxloh für dich aus? Ich meine, es gibt da draußen genug Leute, wenn sie den Namen hören, kriegen sie Bauchschmerzen. Wollte ich gerade sagen. Marxloh macht eigentlich positiv nichts aus. Aber du sagst, du magst es. Außer ich fühle mich wohl hier. Ja? Weil ich kenne jeden hier. Ich bin hier aufgewachsen. Das Besondere an Marxloh jetzt so für die, sag ich mal, für die normalen Leute sind halt die ganzen Brautmodengeschäfte und so, weißt du? Ja, aber man muss zusehen, dass du am Hellen wieder nach Hause kommst, wenn du Brautkleid kaufen willst. Ja. Multikulti, nee, Marxloh ist Multikulti. Viele Kurden, Türken, Araber. Aber du kennst ja auch viele von den Geschichten, die über diesen Stadtteil erzählt werden.
Ist das so recht? No go area. Eigentlich ja. Ja? Eigentlich ja. Die Jungs. Man übertreibt auch ein bisschen. Ja. Ich sag mal so, man übertreibt auch ein bisschen in den Medien. Aber es ist echt schon. Im Grunde genommen ist das auch so, wie die das rüberbringen. Hier ist ein Kollege von mir, sein Juwelierladen. Aber die machen das schmackhafter in den ganzen Reportagen, weißt du? Merkel war hier, Alter. Ja. Hast du mitgekriegt? Ja, klar. Merkel, was sucht der Merkel hier? Es hat sich nichts geändert. Ist ja aber im Zweifel immer auch nicht gut und gefährlich, wenn so, so wie es immer so schön in Medien heißt, Parallelgesellschaften entstehen. Und so. Wenn du mal eine Woche hier bist und dir das Ganze mal anguckst, ja, dann siehst du, das ist hier ist trotz dieses ganzen Drecks hier, ist hier trotzdem noch eine gewisse Harmonie bei den Leuten untereinander, weißt du? Ja, schweißt im Zweifel dann zusammen. Genau. Und klar, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und so weiter, aber hast du auch überall. Und die sollen jetzt nicht so tun, als ob jetzt Merkel hier war. Hier kannst du auch gut essen. Holzkohle, ja. Wenn dann. Also in Marxloh, türkisch Holzkohle. Wenn ihr in Duisburg seid, essen in Marxloh. Okay. Sehr, sehr lecker. Wenn ich nächstes Mal mich mit Marjo treffe, esse ich nicht am Marktplatz in Hamburg. Ja, kannst du auch gut essen, aber wenn du richtig essen willst, so einen richtig fetten Grillteller zum Beispiel, so, dann kannst du gut essen. Jetzt kommen wir an der Stelle, wo wir das HDF-Video gedreht haben damals. Okay. Kann die Kamera noch? Die Kamera kann noch. Ich lasse die ganze Zeit laufen, Martin, ne? Ja. Ist okay? Ja. Okay. So, hier haben wir Alibaba. 24 Stunden auf. Immer besoffen nach der Disco. Hier erstmal super essen, bevor man nach Hause geht. Sehr gut. Jedes Mal. Hier, guck mal, überall Spielhallen. Ist das aufgefallen? Ja, normal. Nur Spielhallen. Wie sollst du hier nicht zocksüchtig werden, Alter? Weißt du, was ich meine? Ist doch normal. Alter. Und ich bin dafür, dass die ganze Scheiße verboten wird. Ja, soll ja auch bald eintreten. Hier, Bankobett. Muss auch sein. Live-Wetten. So, hier halte ich mal kurz an. Hier ist, das war das alte Café von einem sehr guten Freund von mir, Yesin, das ist Buddy's Place. Haben wir auch einige Videos gedreht, drin, als auch davor. Und leider ist die Werbung jetzt ab. Aber da vorne, siehst du das neu gestrichene Graue? Ja, vor der Fahrschule da, ne? Genau. Da haben wir das HDF-Video gedreht. Das Café hieß Marxloher Löwen. Auch schon zu, leider. Auch zu. Kurz danach zu. Ich glaube, zu großen Hype gehabt hat nach dem Video. Und aber dann sind wir karrieretechnisch an dem Punkt, wo es hier losgegangen hier ist. Hier ging das richtig los, aber deutschlandweit. HDF. Ja. Und dann kam, dadurch wurde ja Farid auf uns aufmerksam. So, hier ist es leider wieder weg. Wie gesagt, Marxloher Löwen-Café von Mehmet Abi damals. Mhm. Schöne Grüße an Mehmet Abi an dieser Stelle. Kannst du dich an deinen ersten Kontakt mit Farid erinnern? Ja, das war in einem Shisha-Café. In Düsseldorf. Der war da in seiner Promophase. Und da waren wir dabei beim Interview. Haben uns das angeguckt und dann haben wir ein bisschen gechillt, Shisha geraucht und so. Ja, man hat sich leicht rangetastet. Ne? Mhm. Nicht jetzt so locker wie heute. Aber mit viel Respekt, natürlich. Hast du damals schon so schnell so ein Gefühl gehabt, geil, ich werde Rapstar, ich schaff's so? Ich bin ein pessimistischer Mensch. Ja. Und ich hab das alles auf mich zukommen lassen. Ich habe mir das alles angeguckt, mitgemacht. Hier und da musste mich Majo wieder ein paar Mal ziehen. Ist ja so, ich meine, ihr seid ja im Prinzip als Majo und Jasko öffentlich bekannt geworden. Ja. Marjo ist danach solo seinen Weg weitergegangen. Ja. Ganz kurz, bevor ich. Ja, ja, tut mir leid, dass ich unterbreche. Gut, gerne. Das ist die neue Moschee in Duisburg. Schau mal. Ist auch sehr schön gemacht worden. Mit Deutschland, EU, Türkei-Fahne. Ja, ich weiß auch nicht. Siehst du das? Ja, mhm. Sehe ich. Ich denke mal, das hat ein türkisches Institut, ist da, war da, hat da mitgewirkt oder so, weißt du? Auf jeden Fall, das ist Integration 2.0. Ja, ist eine schöne Moschee. Und jetzt fahren wir Richtung Neumühl, zu mir in den Laden.
Ich hab die Seiten kurz rasiert, steppte in das Game und habe ein paar Pfeifen kurz rasiert. Weiber kreischen jetzt nach mir, ich verkörper, was ich rap. Ich und meine Jungs beliefern ganze Dörfer jetzt mit Crack. Du rappst über irgendwelche Luxusartikel. Du Hundesohn, ich rap, um deine Mutter zu ficken. Pass mal auf, wie ich sie mit 8 Takten Bums spritz in ihr Gesicht und nenne es einfach abstrakte Kunst. Wir sind jetzt am Ende in einer Shisha-Bar gelandet hier. Das ist dann das zweite Standbein des Künstlers, glaube ich. Ne? Also, wir haben ja im Auto schon ein bisschen drüber gesprochen. Noch aber das erste. Müssen wir mal ehrlich sein. Ja, okay, wenn du es so siehst, dann ja. Ja, weil eigentlich hast du ja. Ja, dann gehen wir da gleich rein. Weil eigentlich hast du ja so mit Majo Jasko Release und so schon eigentlich die Startplattform dir hingelegt. Und dann hast du, wenn man mal ehrlich ist, wir reden jetzt mal Tacheles. Majo hat es genutzt. Majo hat es genutzt, ja. Zweimal auf die Eins. Und was hast du gemacht? Ich bin der, wie sagt man, das schwarze Schaf, ne? Ja. Nein. Aber was hast du gemacht? Warum nicht? Ich habe nichts gemacht. Musikalisch habe ich gar nichts gemacht. Kein Bock drauf gehabt? Probleme? Doch, ich habe Bock drauf gehabt, aber Probleme privat, zu Hause, teilweise Vergangenheit wieder eingeholt worden, weißt du, also durch die Vergangenheit wieder so Sachen. Familiäre und Sachen oder auch so dein Leben, dass Sachen. Du das. Aber mein Leben an sich. Ja. Und ja, ich musste erstmal einige Sachen, so private Sachen, im Griff kriegen. Damit ich überhaupt einen freien Kopf habe für Musik, dies und das. Ich habe Features gemacht auf den ganzen Alben von den Jungs und so. Das habe ich gemacht. Aber so, dass ich jetzt meinen Kopf voll in die Musik reinstecke für mein Album, das ging zu der Zeit nicht. Hast du aber irgendwie bereut, dass du nicht die Chance, wenn du gesehen hast, wie es bei den anderen los ist, dass du die nicht nutzt? Ich habe es bereut, aber es ging nicht anders. Ich würde es jetzt gerne zurückdrehen. Ich hätte es lieber versucht, weißt du? Also ich hätte es lieber versucht und meinen Kopf damit gefickt. Aber zu der Zeit hatte ich auch echt so eine Kein-Bock-Phase. Und die ist als Künstler natürlich gefährlich, ne? Die ist sehr gefährlich. Ja. Aber du hast es jetzt wieder für dich irgendwie, ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum du dann jetzt auf einmal dann doch anfängst, ein Album zu machen. Ja, jetzt ist alles wieder ruhig. Das ist ja dann noch ein bisschen überraschend. Mir geht's jetzt gut. Ja. Bist du insgesamt ein ruhigerer Typ geworden? Voll. Ja? Voll, voll. Keine Klar, bei Auftritten, auf der Tour, Clubauftritt und sowas, hast du ja selber erlebt. Bin ich, glaube ich, einer der ein bisschen lauteren da im Raum und der ein bisschen mehr abgeht und so. Aber an sich so privat, was Probleme angeht und so, bin ich echt beruhigt und bin auch sehr viel ruhiger geworden als Mensch und ich habe mehr Einsicht. Ja. Ist das so ein Punkt? Ich meine, du hast ja mit Farid dann ja sicherlich auch jemanden gehabt, der bestimmt immer an der Seite stand und mal einen Ratschlag gegeben hat. Klar, die Frage, immer wie, noch. Ja, aber ist die Frage, wie sehr du auf die Ratschläge von eingehen Farid bist. Voll und ganz, 100%. Ja? Ja. Da vertraue ich 100% drauf und wie gesagt, ich habe keine Geduld, mir hat auch hier und da die Einsicht gefehlt, Probleme zu erkennen, weißt du? Das ist das und da habe ich jetzt ein bisschen mehr dazugelernt. Und dieses Album ist jetzt ist das eine Hoffnung für dich? Hast du ein Ziel, einen Plan darin? Also mein Ziel, ich will erstmal dieses Album hinter mir bringen. Dann habe ich das Album fertig, weißt du? Und dann schauen wir weiter so. Das ist so der Startschuss. Ist eigentlich kein Startschuss, man kennt mich ja schon. Aber das ist so mein erstes persönliches Ding, wo ich sage, das ist so, wie ich es haben will. Ganz genau so, von A bis Z. Wer ist denn Jasko? Jasko? Jasko ist Jasko. Das ist auch mein Problem. Ich bin so, wie ich gerade mit dir rede, vor der Kamera bin ich auch hinter der Kamera. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Das ist mein Problem. Wieso ist das ein Problem? Weil du... Ich sag viel zu oft meine Meinung. Weißt du? Auch wenn die... der Mehrheit vielleicht nicht passt. Das ist das Problem. Ja, du gehst wahrscheinlich, du bist ja auch in der Vergangenheit schon dem einen oder anderen Konflikt nicht aus dem Weg gegangen. Zum Beispiel. Wird das in der Zukunft auch immer so sein? Oder bist du... Wenn mir was nicht passt, ich verberge nichts, ich habe nichts zu verbergen. Ich sag das, was ich denke. Glaubst du, dass du den Weg, den Majo gegangen ist, auch gehen kannst? Ach, Majo hat ein sehr großer Weg. Ist schwer, sag ich dir ganz ehrlich. Aber den Weg, den Majo gerade geht, das ist so, als ob ich den selber gehe. Also ich freue mich so für den, als ob das für mich ist. Weißt du? Ja. Weil Majo ist mehr als sein Freund. Das ist wie mein leiblicher Bruder. Wie ein richtiger Bruder. Deswegen, dann hast du klar würde ich den gerne gehen, aber das ist echt nicht einfach. Wollte ich gerade sagen, dann hast du aber auf jeden Fall alle Möglichkeiten mit Label im Hintergrund, mit einem Freund an der Seite, der auch schon alle guten und bösen Seiten in den letzten 2 Jahren ja auch erlebt hat. Ne? Ich meine, ja, von Platz 1 bis hin zu jeglicher Art von Kritik, die man als Künstler abkriegen kann. Majo hat einen krassen Hate. Ja. Muss man offen sagen. Ja.
aber der geht auf eins. Weißt du, was ich meine? Du musst immer Leute haben, die dich hassen. Und solange du Erfolg hast, dem geht das so am Arsch vorbei, was die Leute da schreiben, Alter. Aber abgesehen davon, Majo ist so ein krasser Rapper, ne? Lyrisch als auch seine Musik an sich. Ich finde für mich einer der besten überhaupt, so als Gesamtpaket. Dann ist er ja in Zweifel sogar ein gutes Vorbild, selbst wenn ihr gemeinsam angefangen habt. Sein Weg ist ein Vorbild, also kann man als Vorbild nehmen, ja. Voll. Dann wünsche ich dir viel Erfolg auf diesem Weg, denn Release steht vor der Tür und jetzt geht's los und jetzt kannst du da draußen den Leuten zeigen, ob du den gleichen Weg gehen kannst. Das liegt an euch, ehrlich gesagt. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe ein super Album auf die Beine gestellt und ja, wenn kommt, dann kommt. Danke für diese Reise mit dir durch dein Duisburg. Nochmal Hand drauf. Wir haben auch von dir wieder ein bisschen neue Seiten kennengelernt, glaube ich. Und wie gesagt, jetzt ist es an euch, was ihr daraus macht. Danke euch, das war Backspin Hoods mit Jasko Duisburg und jetzt gehen wir, also ich gehe kein Shisha rauchen, aber... Komm, eine geht. Nee, Digga. Eine geht. Ich mach dir die sogar selber. Nee, machen wir nicht. Aber ich mach dir die selber. Ich hab gehört, du kannst FIFA spielen. Mal gucken, was du drauf hast. Ja, komm. Danke, bis dahin. Tschüss. Backspin.